Na Leute, seid ihr mal wieder hier für mein Pokémon X Let's Play, das freut mich, denn es geht natürlich immer noch weiter, es wird noch eine ganze Weile weitergehen. Ich hoffe, ihr habt alle den letzten Part gesehen, denn da hat der zweite Arena-Kampf gegen Lino stattgefunden und da wurde ich mit dem Wallorden belohnt. Und dadurch ist es mir jetzt möglich, die VM-Stärke außerhalb von Kämpfen zu benutzen. Die müsste ich ja theoretisch noch irgendeine Pokémon beibringen, also wartet mal eben. So, hier, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Hier, Stärke. Vor allem viel Stärke, ein energiegeladener Kraftschlag trifft das Ziel. Außerdem lassen sich mit der Attacke schwere Felsen bewegen. Muss ich auf jeden Fall irgendjemandem beibringen. Amphizel? Amphizel und Stärke, ich weiß ja nicht. Naja, Oder statt dem Pfund? Ja, genau, ich glaube schon, ja doch. Doch, werde ich wirklich machen, ja. Ja. So, vor allem wurde aktiviert, es enthält Stärke. Soll ein Viertel Stärke beigebracht werden? Ja. Weil, dann hat es gleich mal eine relativ starke Normalattacke, auch für den Kampf. Weil, ihr seht ja hier, Pfund hat gerade mal eine Stärke von 40 und Stärke ist aber doppelt so stark mit einer Stärke von 80. Und deswegen, statt Pfund, wird es jetzt Stärke lernen. 1, 2 und schwupp. Amphizel hat Pfund vergessen, Stärke erlernt. Supiduppi. Und die TM Felsgrab habe ich auch noch geschenkt bekommen für meinen Sieg in der Arena. Das Ziel mit dem Felsen beworfen, senkt die Initiative des Zieles. Ist nur die Frage, ob ich das vielleicht sogar meinem Balgoros beibringen sollte. Mal ganz kurz gucken. Wegen den Attacken, die es schon kann. So. Schau mal ganz kurz. Ach ja, genau, Geduld ist eh, aber es kann auch Tarnstein, aber Tarnstein ist wieder anders. Geduld ist irgendwie so unnötig, Charme ja eigentlich auch, aber ich glaube, ich mache erstmal die Geduld weg. Ich bin nämlich kein geduldiger Mensch, ganz und gar nicht, aber ich glaube, das wisst ihr bestimmt so. Weil kurz Geduld vergessen, Felsgrab erlernt und jetzt möchte ich das nochmal numerisch sortiert haben. So, Dankeschön. Der Rest ist dabei eigentlich egal, aber Dunkelklaue, auch nicht schlecht. Dunkelklaue ist eine Geistattacke, eine physische Geistattacke, könnte von Glutexu und auch von Jungglut erlernt werden. Wartet mal. Zurückschlag ist ja immer noch so blöd, naja, Dunkelklaue. Aber wem jetzt? Glutexu oder Jungglut? Naja, Jungglut ist vielleicht nicht so der Typ dafür, oder? Das wäre aber eine schöne Geistattacke. Bin ich mir echt schon wieder unsicher, aber ich glaube, ich bringe sie doch lieber Glutexu bei. Und zwar statt der Attacke Rauchwolke, weil die total unnötig ist. So, vergessen. 1, 2 und schwupp. Glutexu hat Rauchwolke vergessen und Dunkelklau erlernt. Dann habe ich mir jetzt mal eine Geistattacke auch noch auf Lager. Wird mir auch noch eine große Hilfe sein. So, hier möchte ich auch mal noch Kategorie sortiert haben. Und hier genauso, nach Kategorie, so. Ich habe da ungern eine Unordnung in meinem Inventar, ne? Okay, gut, dann kann es ja weitergehen. Es gab außerdem noch einen, mehr oder weniger einen Rückkampf gegen diesen einen Team Flare-Rüppel. Und sehen wir, da vorne steht übrigens schon wieder ein weiblicher rum. Es könnte theoretisch auch dieselbe wie aus der Leuchthöhle sein. Die guckt ja auch schon so komisch, hä? Was guckst du so doof? Wo Erwachsene arbeiten, haben Knips wie du nichts verloren. Eine Person von Team Flare-Rüppel. Und sie hat ein Fritzelblitz. Na, das finde ich aber ganz schön gemein, weil mein Amphizel ist da im Nachteil. Deswegen sollte ich das, glaube ich, lieber austauschen. Gegen Balgoros. Das ist da nicht so anfällig. So. Balgoros wollte ja auch mal in Aktion erleben, nicht wahr? So, Ruckzuckhieb. Er ist ja voll schwach, voll gegen ein Gestein-Pokémon, das ist ja Gestein-Drache. So, probieren wir das doch gleich mal aus, das Felsgrab. Jaula. Jetzt macht er einen auf dicke Hose, hä? Angriff vom Fritzelbitstab. So, hier, Felsgrab, Fries. Aha, Initiative gesenkt. Und jetzt beißen wir da nochmal kräftig zu. Mit dem Biss! Und da ist es auch schon weg.
Und Jungleiter ist Level 27. So, und das war's schon, oder? Nee, Quatsch. Nee, der hat ja noch was. Der hat ja noch ein Klibunkel. Ein Klibunkel-Furunkel. Ist sehr lächerlich. Gar nicht gesehen, dass die zwei Pokémon hat. Okay, auch wieder Felsgrab. Verhöhner. Yeah, Lord. Come on, come on. Das ist nicht so gut. Aber egal, ich will sowieso angreifen. Verhöhner bewirkt eigentlich nur, dass man selber nur Angriffsattacken einsetzen kann. Also solche, die wirklich Schaden machen. Jetzt nicht sowas wie Scham oder so. Würde halt nicht funktionieren, aber ist eh egal. So, und jetzt beißen wir doch mal kräftig zu. Und da ist es auch schon platt. Und Volltreffer auch noch super. Du Frosch, ey. So, Glutex habe ich Level 24. Und ich habe gewonnen. Der haut sich voll auf den Hintern und so... ich habe die Faxen dicke, so kann ich nicht arbeiten. Das Geheimnis der Steine zu lüften ist doch ganz eindeutig Erwachsenenarbeit, oder? Naja, das kannst du auch ruhig mir überlassen. Und oh, weia, da steht ja noch jemand. Toll, was unsere Vorfahren hier geleistet haben. Oder war das am Ende das Werk von Pokémon? Das ist eine gute Frage. Ich könnte die Juicy auch einfach umgehen, indem ich da so durch das Gras gehe. Aber nein, ich mache die lieber alle fertig. Du erforschst die Steine und ich erforsche deine Kampftechnik. Wir werden gleich mal sehen, wer hier wen erforscht. Birch. Aber dir hat es aber nur ein Pokémon. Ein Schluppuck. Ein Schluppückchen. Das ist nur ein kleiner Schluck Wasser hier. Ich finde immer noch, dass Schluppuck ziemlich blöd aussieht. Es tut mir leid, falls es da Schluppuck-Fans gibt, aber ich persönlich finde, Schluppuck ist nicht gerade ein hübsches Pokémon. Herr Zugabe, ja, so mach's nochmal! Ja gut, meinetwegen, da können wir jetzt nur dieselbe Attacke nochmal einsetzen, die wir vorher gemacht haben, aber bitteschön, du wisst es ja nicht anders. So, hier, fries und tschüss. Ja, selber schuld. Gewonnen und Level Up für Amphizel ist recht Level 29. Das ist geil. Meine neuesten Forschungsergebnisse bescheinigen mir deine astreine Technik. Ganz genau. Dein Können muss ich Nightless anerkennen, aber die Uniform von Team Flash steht mir trotzdem besser. Ganz wie du meinst. Und da steht noch jemand und sie hat mich natürlich gesehen. Vor Sehenswürdigkeiten zu kämpfen, kann sich auch als schöne Urlaubserinnerung entpuppen. Ist ganz klar, dass sie ein bisschen einen an der Waffel hat. Aileen oder Aileen, obwohl, naja. Die sehen alles so komisch aus. Das sind diese typischen Shopping-Tussen, die aber schon ein bisschen älter sind und denken, sie sind super mega reich und deswegen was Besseres. Also, Seven kann ich überhaupt nicht ausstehen hier. So, Aquawelle! Er wird nicht lang gefackelt, so. Na, was kommt jetzt noch? Ein Pachirisu, das ist auch so ein süßes Pokémon. So, Pokémon wechseln wir, das ist nämlich Elektro. Balgoras darf mal wieder ran. Man sieht das nicht voll putzig aus, so ein kleines Elektro, Eichhörnchen mehr oder weniger, oder Streifenhörnchen. Du bist ja so süß. Aber ich muss dich trotzdem besiegen. Wangenrubler, das ist eine neue Attacke. Und zwar eine neue Elektroattacke. Ist aber nicht so effektiv, aber leider wurde mein Balgoras paralysiert. Das ist natürlich fies. Und das kann ich angreifen, moin! Verdammt. Ausdauer. Okay, das heißt, die Attacke würde so oder so überstehen. Egal, Felsgrab, Tickies. Tja, so süß, aber kann total nervig sein. Oh nein, ich wieder Paralyse kann ich angreifen. Mano, Trottel! Oh, schon wieder Wangenrubler. Steckt er da sonst wo hin? So, take this und tschüss, Mann. Und Level Up für Balgoras ist recht Level 24. Und was kommt jetzt noch? Ein Hippopotas. Na, da wechsle ich wieder zurück auf mein richtig cooles Amphizel. Weil ich geil bin. Vor allem, weil mein Amphizel auch geil ist. Sandsturm, auch nö. Ich hasse diese Fähigkeit. So, Aquawelle. Spül es einfach weg.
Genau. So viel zum Sandsturm. Oh, vor Sehenswürdigkeiten zu verlieren, kann sich als lebenslanges Traum entpuppen. Und ich habe eine Perlenkette, die ist so teuer gewesen, nicht wahr? Interessiert doch keinen, wie teuer deine Perlenkette war. Lass mich doch einfach vorbei. So. Und, oh, was jetzt? Chromlexia. Ach so, weil das gerade so komisch überblendet hat. Aber ich bin in einer neuen Stadt. Oder ist das ein Dorf? Aber ist eigentlich egal. Ich will ins Pokémon Center. Es ist so viele Pokémon paralysiert, das geht doch nicht hier. Komm, bitte helfen Sie meine Pokémon, bitte. Die geht so schlecht. Ja, dankeschön. Wenigstens kostet es nichts. Jetzt stell euch echt mal vor, man müsste noch bezahlen, dass man den Pokémon Center seinen Pokémon heilen kann. Das wäre echt gemein. Das war zum Glück noch nie so und wird es hoffentlich auch nie geben. So, wer bist du? Na nun, bist du etwa auch wegen der Steine hier? Vielleicht helfen die Angriffe ja deinen Pokémon ebenfalls auf die Sprünge. Kann gut sein. Dass Steine sowohl Wind als auch Wetter trotzend ihre Gestalt aber nahezu nicht verändern, nehmen viele zum Anlass, sie zu zeitlosen Sinnbildern der Ewigkeit zu verherrlichen, denen eine geheimnisvolle Kraft innewohne. Wenn es deinen geliebten Pokémon ein wenig an Initiative fehlt, schafft das ist sicher Abhilfe. Oh, Alex hält das Item Team 66 Gegenstoß. Die Attacke Gegenstoß verdoppelt sich, wenn sie erst im Anschluss an die gegnerische Attacke zum Einsatz kommt. Sehr schön. So, und was verkaufst du hier? Nichts Neues, hä? Superbälle habe ich... Na, da gibt's noch mal einen Superball hier, so. Supertrank. Ey, komm, ich brauche jetzt unbedingt ein paar Paraheiler. Solange es leider noch keine Hyperheiler zu kaufen gibt, muss ich mich halt damit auseinandersetzen. Gibst mir noch ein Gegengift? So, man weiß ja nie, was passiert, nicht wahr? Paraheiler kaufe ich am besten gleich fünfmal, wenn ich es mir leisten kann. Zu Sieg hat noch drei Aufwecker. Oder vier gleich, ist auch egal, habe ich jetzt verdrückt, aber pfeift drauf. Zu Sieg hat noch einen Feuer und einen Eisheiler. Ich meine, das kann ja alles passieren, ja? Und ich habe keinen Bock, dass meine Pokémon ständig unter Statusproblemen leiden. Das mag ich nicht. So, Schutz sind wirklich nicht mehr, dann brauchst du auch nicht mehr einsetzen. Mit denen in der Stadt, da kommen keine wilden Pokémon nicht. Nein, eher nicht. Coole Musik, die passt irgendwie hierher. So, wer wohnt denn hier? Oder was ist das hier? Achso, es ist schon wieder ein Hotel. Herzlich willkommen im Hotel Meeresschnee, der Wohlfühloase im Herzen Chromlexias. Und woher kommst du? Ach, aus Escissia, von so weit her? Dann freue ich mich umso mehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, danke, danke. So, wen haben wir denn hier noch? Deinem Fietzel hat es mir auch angetan. Ich bin immer wieder froh, Leuten zu begegnen, denen die gleichen Pokémon gefallen wie mir. Andererseits frage ich mich aber auch immer, was in den Köpfen von Leuten vorgehen mag, die andere Pokémon wegen als ich. Ja, das ist halt so, ne? Geschmäcker sind verschieden. Hallo? Was? Also so, hallo? Bist du mal schüchtern, oder was? Wie hier wieder so ein Käuferwaff. So, ist hier sonst noch wer? Irgendwo? Nee, außer vielleicht oben vielleicht. Vielleicht schenkt mir ja wieder irgendwer was, wer weiß. Vorhin habe ich gerade eine Tem bekommen. Schenkt mir doch noch jemand irgendwas. Ich bin gerne bereit, Geschenke anzunehmen. Ich habe schon viel von dir gehört. Was, echt? Du kennst mich doch gar nicht, ich kenne dich auch nicht. Wer bist du? Oh, halt, wer ist das denn hier? Heute bin ich irgendwie total niedergeschlagen. Doch nach jedem Regenschauer scheint auch wieder die Sonne. Traurigkeit gibt dem Leben erst Würze. Deswegen schenke ich dir ein Band des Niederschlags. Alex erhält ein Band des Niederschlags, okay. Alex gibt seinem Amphitheater das Band des Niederschlags. Wenn man niedergeschlagen ist, schlürft man mit hängendem Kopf vor sich hin. Aber ein Blick auf das Band des Niederschlags bringt wieder Schwung in deinen Gang. Ja, was habe ich gesagt? Habe ich wieder was geschenkt bekommen? So, hier ist... Oh, wen haben wir denn hier? Es ist mal wieder unser allseits beliebter Kumpel. Mr. Miteinander mit der O-Kraft. Ich wollte nicht erklären, ich habe mich verdrückt, Mensch. Egal, mehr Miteinander. So, Mr. Miteinander hat dir seine O-Kraft zuteil werden lassen. Du kannst jetzt Initiativekraft Level 1 benutzen. Initiativekraft erhöht die Initiative. Wer denkt daran, du kannst über das PCS auf die O-Kraft zugreifen. Wenn du sie einsetzt, wird sie aufsteigen und in diesem Sinne werde ich mich mal verpissen. Tschüss, Mann. So, da ist er auch schon wieder weg. Also, der ist scheinbar wirklich jedes Mal in einem Hotel einer neuen Stadt anzutreffen. Gut zu wissen. Zumindest war es jetzt die letzten drei Male schon so, wird es sonst wohl auch immer so sein. Okay. Frag mich nur, was ich hier sonst machen kann. Sind lauter Steine? Sind hier ein paar Items versteckt? Nee. Warum nicht? Und oh mein Gott, nicht schon wieder Team Flair. Was machen die denn hier?
Was machen die denn hier? Hat man vor denen denn nie seine Ruhe? Oh, da ist aber was. Das will ich haben. Haben will und... Oh je. Komm, Lexia, die Stadt der Steine. Ah, okay, er hat mich zum Glück nicht bemerkt, aber... Gegen den muss ich sicher noch kämpfen. So, also, wo war das jetzt? Das war hier unten. Ein Pudersand. Ah, das ist nicht so schlecht. Das versteckt Bodenattacken. Gleich mal mitgenommen. So, wer bist du? Du musst ein echter Weltenbummel sein, wenn du extra wegen der Steine angereist bist. Naja, ich bin eigentlich nur auf der Durchreise, aber egal. Nichts aus Steine, sagst du? Pass du tu. Ich kann kein Französisch, das verstehst du falsch. Wir halten den Ort bewusst schlicht, um nicht zu stark von den Steinen abzulenken. Ach so. Naja gut, was ist hier drin? Aus unerfindlichen Gründen entwickeln sich Pokémon sich nicht, solange sie einen Ewigstein tragen. Da ich jede Menge dieser Steine habe, werde ich dir auch einen abgeben. Alex erhält Ewigstein. Obwohl irgendein Zusammenhang zwischen Pokémon und bestimmten Steinen besteht? Denk mal darüber nach, manche Pokémon entwickeln sich sogar, wenn man ihnen einen Feuer- oder Wasserstein zum Tragen gibt. Ja, einen Donnerstein habe ich ja auch zuletzt gefunden. So, das erfolgt schon Pokémon-Objekten. Wer bist du? Die Geschichte dieser Gegend soll bis weit in die graue Vorzeit reichen. Die Fremdenführerin, die im Hotel sein sollte, hat sicher noch allerlei Details dazu parat. Mhm. Sag, was man hier nicht alles geschenkt bekommt. Gut, einen Ewigstein brauche ich jetzt nicht wirklich. Wie gesagt, wenn man das einem Pokémon zum Tragen gibt, dann entwickelt es sich bei Levelanstieg trotzdem nicht weiter. Aber wozu sollte man das wohl brauchen? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie so gebraucht. Komm, Lexia, wo stumm die Steine Bände sprechen. Ja, das ist wohl so. Oh weh, na super, da komme ich gar nicht vorbei. Was soll denn das? Daraus ergibt sich nur eine Schlussfolgerung. Die Steine auf Route 10 müssen bewusst so aufgereiht worden sein, dass sie direkt nach Komlexia führen. Lino, der Arenaleiter von Relviera City, stellt jetzt seit Nachforschung zu den Steinen an, aber noch weiß niemand so recht über sie Bescheid. Niemand kann sagen, welche Theorie stimmt. Unsere Welt ist voll von solchen Rätseln. Diese Steine müssen das Werk einer außerirdischen Lebensform sein. Alles andere wäre schlichtweg Unfug. So viele Steine von dieser Größe so sorgfältig aneinander zu rennen, ist schon beeindruckend. Die Leute vor 3000 Jahren konnten vielleicht keine Berge versetzen, aber dafür große Steine. Super, wird mir gleich mal der Weg versperrt, darf ich nicht lang gehen, dann muss ich wohl hierbleiben. Was ist das hier nochmal? Das ist ein Fotoschild. Bei einem solchen Schild kannst du den Kamerakauz herbeirufen, der dann Fotos für dich schießt. Ja, okay, dann möchte ich mal rufen, ich will mal wissen, wie das aussieht, wenn er kommt. Tja, Kamerakauz, ach, da ist er. Tagchen, wie kann ich dir behilflich sein? Ein Foto machen. So, also gut, dann wollen wir mal was. Lass uns einen passenden Hintergrund finden und ein schönes Foto machen. Aha. Ah, ich kann das mit dem 3DS sogar drehen und bewegen. So, halt mal schön still. Und, ach so, da kann ich noch irgendwie zoomen oder so. Okay. So, ne, guck mal schön her. Und, so, möchtest du dieses Foto speichern? Ja. Das Foto wurde über die Kameraanwendung deines Nintendo 3DS-Systems gespeichert, okay. Gut. Gut, das ist gut geworden. So, möchte Trinkgeld geben? Nee. Auch recht, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Warum soll ich immer Trinkgeld geben, ey? Ich schwimm doch jetzt nicht im Geld. In meinem echten Leben gehe ich schon hin und wieder Trinkgeld, aber kommt auch darauf an, wem man das geben soll. So, wo war jetzt dieser Team Flair-Trottel? Ach, da drüben. Jetzt spitz mal deine Lauscher. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und deines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser Ziel erreichen, um uns glücklich zu werden. Denn wer alle Macht auf Erden in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt den Sieg davontragen. Der hat sie doch nicht alle... Oh! Hast du Team Flair gesehen, Alex? Ja, aber... Ja, schon, aber was? Also ist darüber nicht mehr hier, ja? Der Schuft kann sich aber nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Da vorne geht's doch nicht weiter, aber Team Flair überkommt mich ein sehr ungutes Gefühl. Mich auch. Ich werde dem Typen jetzt einfach mal nachrennen. Oder besser gesagt nachskaten. Oh, was zur Hölle? Altertümliche Steine? Hey, das blockiert doch einen Eingang. Wie, wo, was soll das denn jetzt? Na super. Oh, komm ich hier nicht weiter, verdammt. Das ist doch wieder mal ziemlich komisch. Ist hier sonst noch was? Nee. Das sind die... Ah, Moment, was sind die Typen jetzt weg? Was steht hier? Von diesen uralten Steinen heißt es, dass sie eine rätselhafte Kraft freisetzen. Ach so. Tatsächlich.
Da passiert aber gar nichts. Fake. So, wer wohnt denn hier drin? Die 3000 Jahre während der verzweifelten Suche eines Mannes nach einem Pokémon. Diese Geschichte ist mir zu Ohren gekommen, doch so recht glauben kann ich sie nicht. Ach so, na ich auch nicht. Aber egal. So, vielleicht kann ich ja jetzt hier drüben lang. Sind die Typen weg? Ja, die sind weg. Na dann. Lucario! Oh, du bist doch der Trainer von Route 5, habe ich recht? Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen dein Team-Pokémon, gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Sehr, sehr guten Tun den Gefallen, ja? Lucario mal zwei und sie gleichen sich wie einer dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden eine Nane dir gefressen hat, oder? Eine Herausforderung von Arena-Leiterin Conny. Was zur Hölle? Das ist jetzt aber doch kein offizieller Arena-Kampf. So, los am Fitzel. Kämpfe ich tatsächlich mal gegen Lucario. Okay, das ist ja Stahlkampf. Eine richtig interessante Typ-Kombi. Ist allerdings somit schwach gegen Feuerattacken und deswegen wechsle ich jetzt mal auf Jungglut. So. Also es ist nicht nur schwach gegen Feuer, sondern auch gegen Kampfattacken. Trotzdem irgendwie, glaube ich. Und gegen Boden auch. So, Jungglut. So, Metallsound. Meine Ohren. Was soll denn das jetzt? Spezialfälle von Jungglut sind stark. Na und? So, Glut. Was? Stein? Was zur... Oh, was war das gerade für eine Attacke? Ich habe das nicht lesen können. Angriff von Lucario stärkt. So, egal. Glut. Holzabör. Temposchub wirkt. So, gleich sind wir schneller als du. Glut. Jungglut. Nein, es hat knapp überlebt. Oh, Schwertanz. Das wird dir nicht mehr viel nützen. So, und gleich nochmal. Glut. Offenlegung? Oh. Oha. Na warte. Zack. Sehr effektiv. So, dieses Lucario ist besiegt. Das andere wird... Boah, ey, so viele Erfahrungspunkte. Ist ja geil. Level 28 hat es gerade erreicht. Und es versucht, Protzer zu lernen. Protzer... Ja, Protzer erhöht ja Verteidigung und irgendwie so, aber... Nee, brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Nein. Nein, bekannte Attacken behalten. So. Jungglut Protzer nicht, alle brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Nein. So, da ziehe ich mich gleich Level 25. Wann entwickelt sich das endlich mal wieder? Und es versucht, Ruheort zu lernen. Okay. Statt... Ja, kommt recht, vielleicht ist eh so eine Wachstumsattacke irgendwie, die ist nur stärker, weil das Pokémon schwach ist und so, und egal. So, da ziehen sie ein Ruheort. Und Pampa macht Level 22. Und Temposchub wirkt wie immer. Das ist so eine geile Fähigkeit für dieses Jungglut. So, und jetzt kommt das andere Lucario. Ich weiß jetzt nur nicht, welches ist, aber ist eigentlich egal. So. Ich werde es ausnahmsweise mal mit einem Doppelkick. Eins. Volltreff. Und zwei. Und da bist du frei. So, ich habe gewonnen. Und noch ein Level up. Besser recht Level 29. Wird immer besser. So, am Vielfalt recht sogar Level 30. Und Clotexa Level 25. Und ich habe sie besiegt. Hoppla, mein legendäres Lucario Duo konnte nichts gegen dich ausrichten. 8000 Poké-Dollar. Leck mich fett. Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Arena-Leiterin von Yantara City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Es ist nur ein Katzensprung. Also bis später dann, ja? Ja, das war wie gesagt kein offizieller Arena-Kampf und somit kriege ich auch noch keinen Orden. Aber ihr habt schon mal die dritte Arena-Leiterin zu Gesicht bekommen. So, jetzt möchte ich aber nochmal ins Pokémon-Center und die Pokémon heilen. Und dann würde ich auch gerne den Part beenden. Es ist nämlich mal wieder soweit. Und an der Zeit, Schluss zu machen. Ja, es ist eben so. Man muss da Prioritäten setzen. Da bin ich ja nicht immer so Meister drin. Ich neige oft dazu zu überziehen, aber das will ich eben nicht immer. Also, ich sag mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder bei Pokémon X. Wer weiß, wo uns unser Weg als nächstes hinführt. Hoffentlich eben nach Yantara City, wie sie gesagt hat. Also...
Bis zum nächsten Mal. Ciao.